Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days for Die. Ich mit Robin, der irgendwo. Ja, hallo. Irgendwo dort oben ja rumrennt, genau. Der repariert nämlich irgendwie die Tür oder so. Ja, ich will die Kellertür oben machen. Genau, und ich brauche nämlich ein bisschen Holz. Ich sammle mir jetzt erstmal ein bisschen Holz hier oben. Sicher, dass du die zwei Bäume genau von unserem Ding machen willst? Zumindest den eh. Ich finde immer den Eingang nicht so. Na gut, dann hau den anderen besten auch noch gleich mit um. Genau, ich habe mir zwar eine kann ich auch die Kellertür hier besser montieren. Ja, ich habe mir zwar eine Markierung gefunden, eine Markierung gesetzt hier. Aber wie gesagt, Holz kann man ja ohne Ende tragen. Ja, wir werden heute in der Folge ein paar Ressourcen, denke ich mal, holen, sammeln. Zumindest hier haben wir nämlich auch Baumwolle, glaube ich. Da kann man nämlich dann... Ne, das ist, glaube ich, nur Gras hier, ne? Oder? Das ist ein Kienapfel, Eichensamen. Stimmt, wir brauchen nämlich Baumwolle für... für Stoffhetzen, damit wir uns Verbände machen können. Genau, da fehlt uns noch ein bisschen was. So, dann nehme ich gleich mal die Steine noch mit hier. Baumwolle habe ich jetzt hier noch gar nicht gesehen bei uns in der Umgebung. Wir haben zwar schon einige eingesammelt. So, und ich höre immer irgendwie einen Huhn, oder? Täuscht das? du machst die Tür. Das weiß ich gar nicht. Okay, hier Baumwolle. Mal gucken hier, wo hier noch ein bisschen Baumwolle ist. Man konnte hier irgendwie nicht genau so hinsetzen, wie es eigentlich hin soll, aber... Hauptsache eine Tür, oder? Was ist das denn hier? Oh, jetzt kriege ich Eisen. Erstmal kurz reparieren, dann hole ich hier noch ein bisschen Eisen. Wir brauchen, glaube ich, dann auch eine Schmelze oder so, ne? Hier ist ein Eisenklumpen. Ich sammle ein bisschen Eisen jetzt hier. Oh, cool. Neues. Na dann. Na dann, so. Schauen wir mal, warte mal. Stein. Was Schönes craften können. Also Materialien sind hier. Sind hier wirklich einige. Was sind das hier? Das ist bestimmt Stein hier, ne? Ja, das ist Stein. Es wird nämlich gleich schon wieder dunkel. Oh nee. Oh Gott, das ist bestimmt auch bald Blutmond, ne? Ist ja schon. Ja, aber wir sind, denke ich mal, relativ sicher hier unten, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir uns. Was passiert denn? Auch für Blutmond Base verwenden. Was passiert denn bei Blutmond eigentlich? Weiß es nicht. Ich denke mal, viele Zombies. Okay. Ich mache mal noch ein paar Stofffetzen jetzt. Essen haben wir ja einigermaßen jetzt eigentlich schon. Oh. Zombie? Oh. Ja, man sollte auch nachladen. Warum triffst du mich, du blödes Vieh? Geht doch. So, ich sammle mal noch ein bisschen Baumwolle. Ein paar Federn könnte ich eigentlich auch mal noch mitnehmen. Ja, und da müssen wir mal überlegen, was wir dann in der Folge hier machen. Also hier gibt es auf jeden Fall ziemlich. Hier gibt es auf jeden Fall ziemlich viel Baumwolle und auch die ganzen anderen Pflanzen. Mal sehen, was wir mit denen machen, dass wir uns vielleicht bessere Verbände machen können oder so. Ja. Genau. Lass mal vielleicht echt mal schauen. Baumwollsamen Stofffetzen kann ich machen. Munition. Robotik-Geschützturm-Munition kann ich machen. Was? Ja. Oh, hallo Zombie. Was?
Aber die Zombies sehen schon eigentlich ganz cool aus hier, muss ich sagen, in dem Spiel. Ja, gell, die sind echt ganz cool gemacht. Was ist mal? So, ich komme erstmal zurück und bring mal meine Pflanzen in Sicherheit hier. Jetzt alle gesammelt habe. Ja. Mal sehen, muss auch mal wieder nochmal auf Loot-Suche gehen, ne? Ja, auch nochmal ganz praktisch. So, das kommt mit Ruhe. Abfall. Oh. Ja, wir könnten auch vielleicht mal zum Händler gehen, ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht so brauchen. Wissen wir jetzt nicht mehr, wo der Händler ist. Stimmt. Den hätten wir uns vielleicht markieren sollen. Ich weiß auch nicht mehr, wo der ist, aber müssen wir vielleicht echt mal irgendwann nochmal suchen, dass wir halt ein paar Sachen loswerden. Das wäre schon nicht verkehrt. Brauchst du noch Stofffetzen oder so? Im Park, glaube ich schon. Ich habe hier jetzt noch 31 Stück drin, also von daher. Okay, nice. Gut. Ich habe erstmal mein Gewehr repariert. So. Okay. Und diesen Eisenrohren haben wir zum Glück. Ich packe jetzt mal die. Alles das, was Pflanzen ist, packe ich jetzt mal in die Kiste dort rein. Dann ist hier zumindest ein bisschen sortiert erstmal. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch noch Pflanzen hast oder so. In deinen Kisten. Ne, da sind noch Bänder. Ich gucke mal rein bei dir. Aloe Vera nehme ich mal mit raus. Das ist ja eine Pflanze. Den Kienappel nehme ich mit raus. Den Sand brauchen wir, glaube ich, nicht. Blutpack hast du hier noch? Du hast sogar noch eine Tür. Ja, die habe ich von außen gecraftet. So, ich esse mal schnell was. Und dann... Oi, was machst denn du hier? Ich glaube, meine alte Kiste, die ich damals, wo wir hergegangen sind, platziert habe. Okay. Hier habe ich noch ein bisschen Metallschrott gefunden. Metallschrott kann natürlich auch weg. Na, ich mal die ganzen Betten hier zerhauen, oder? Metallschrott haben wir auch. Also 136 schon. Wir müssten mal halt schauen, was wir so craften können. Das ist halt doof, dass wir halt noch keine Werkbank machen können. Ja, dann müssen wir echt mal gucken, dass wir die Sachen finden, dass wir looten. Ein Verband. Soll ich die Betten mal hier zerhauen? Ein Verband brauchen wir zwei Stofffetzen, okay. Du kannst die zwei Betten, das geht doch mit deinem Ding relativ schnell. Ja, eben. So. Alter, das geht so schnell mit dem Ding. Wenn ich da einmal einen schweren Angriff mache, ist das ganze Bett weg. Das eine Etage weg. Ja, zwei Schläge und das Bett ist halt weg. Also eine Tarage quasi. Kann man nicht auch... Oh, was hab... Ah nein, jetzt habe ich meinen Schlafsack aufgenommen. Das wollte ich natürlich nicht. Braucht halt auch mega viel Ausdauer, aber gut. So, warte mal, kann ich mich jetzt hier... Irgendwie... Nee, mit Aloe Vera oder so kann man nicht... Irgendwas zum Heilen machen. Aloe Vera Creme kann man, da braucht man die Blätter. Okay, das ist ja gerade mal ein Blatt. Bringt ja nichts. Ich hab aber immerhin Gesundheit, Heilungsprobleme. Ja. Warte mal, ich pack mal die ganzen Verbände bei dir mit rein. Ja. Ich habe nämlich 15 Stück und Stofffetzen noch. Die habe ich vorne hingetan, genau. Ja, ich habe gerade auch welche gecraftet. Maschine kann man machen. So. Aber eine Werkbank, warum? Ist es schade, dass wir keine Werkbank machen können, ey. Ja. Aber echt. Dann müssen wir die im Bauplan finden, ne? Und dann irgendwie lernen. Das ist eigentlich. Ich guck mal kurz oben in der Kirche, was da abgeht. Ich komm mal mit hoch. Ich denke, die alte hier immer noch. Die liegt hier seit Generationen irgendwie. Na gut. Die geht irgendwie nicht weg. Achso, zur Kirche müssten wir ja hier lang, wa? Ja, ne, ich gehe immer hinten rum, weil da sind 5 Milliarden Türen, wo du gerade lang willst. Okay. Erstens das und zweitens
Da habe ich keinen Bock, mal blöd zu stolpern und dann in die Stacheln reinzufallen. Okay. Laufe ich immer oben rum, hinten rum. Ist aber alles ruhig, ne? Ich bin auch oben jetzt. Gut. Ja. Hier hinten hat auch noch keiner demoliert. Gab es hier oben noch irgendwas? Was ist das hier eigentlich? Oh, hier ist eine Toilette. Hat Papier. Das ist natürlich auch doof. Hier ist natürlich offen, war. Müsste man eigentlich was davor setzen. Ja. Leiter craften. Dann könnte ich da aber eigentlich so einen Block davor setzen. So, warte mal. Kann ich nicht. Holz holen. So eine komischen Dinger machen hier. Holzfensterläden. Wo waren hier diese komischen Stacheldinger? Du musst einfach, gib einfach Stachel ein am besten und dann kommt. Ach, die Holzstachelfalle, ja. Ich höre aber auch ganz hinten Huhn, kommt das her. Das kann ich dir nicht sagen. Gebietsschutzblock. Bum, 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 Holzform. Ein Huhn habe ich vorhin auch irgendwo gehört, ja. Komisch, komisch. Eigentlich müssten wir die Tür, hier müssten wir eigentlich Stacheln hinsetzen, dass wir hier gar nicht rein können. Theoretisch gesehen. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. So, hier habe ich erstmal zugemacht. Hey. Dann setze ich hier mal so einen Gebietsblock hin. Keine Ahnung, was der bringt. Irgendwas sieht man da. Ich höre Zombies. Wo bist denn du? Bist du draußen? Ich bin oben. Ne, ich bin oben. Bei dem, wo es die Treppe hochgeht, die Leiter hochgeht da. Auf diesem Glockenturm. Okay, okay, okay. Jetzt ist der Himbo. Dann. Wir sind ja gerade hier rein. Pass mal auf. Da. Warte mal, ich wollte da was hinsetzen. Das sind drei Stück, ich glaube, das ist. Pass mal auf, ich habe genau vor die Tür was gesetzt, ne? Nicht, dass du da. Ja. Und hier drinnen auch. Ich mal deinen komischen Block hier ab. Ich komme gleich mit raus. Soll ich dir helfen oder geht's noch? Oh, das geht. Achso, ich komme jetzt nicht mehr raus. Scheiße. Mist. Ich muss ja woanders lang. Scheiße. Oh, den habe ich den Kopf abgehauen. Sind tot. Okay. Aber du kommst ja vorne auch nicht mehr durch die Tür. Hey, hier ist noch einer. Bäh. Überlebst du es? Ja, die sind alle tot. Ich suche nur gerade hier irgendwie. Gucken. Ah, Hallöchen. Guten Tag. Tour. Er hat ihren Rucksack fallen lassen. Oh Gott. Da ist Munition drin gewesen. Super. Oh, mehr, Mann.
Warum geht meine Ausdauerlanze so schnell runter? Jo, warte, ich hab Munition für dich. Willst du haben? 20 Schuss? Ja, gerne. Oh, 4 Eisenschaufeln habe ich gefunden. Warte, hier. Alles. Ja. Ah, geil, danke. Cool. Oh, ich bin besoffen. Ein kleiner Rausch, du hast Lust zu raufen. Yeah, ich hab Lust zu raufen. Oh, ist schon noch vorbei? Nee, noch nicht ganz. Ah. Wo bist denn du jetzt, ja? Und dann. Hier kommen gerade noch ein paar Zombies. Boah, scheiß Shit, Shit. Kommst du mal hoch? Ach, brauchst du Hilfe? Ich bin gerade gestorben. Wieso bist du gerade gestorben? Die Stacheln. Oh nee. Und welche Stacheln denn? Warte mal. Oben. Die unten. Da, bei dem, wo es runtergeht, unser Bunker. Warte, ich komme, brauchst du Hilfe? Boah, ja. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Mein Speer ist nur gerade kaputt, deswegen. Reparieren, reparieren, reparieren. Okay. Ich komm mal runter. Ist mir zu gefährlich hier oben. Ich hab 3 Zombies gekillt, ja. Das reicht. Ich hab mich gerade umgebracht, weil ich wieder infiziert war. Ja, ich sehe dich ja auch nicht. Weiß nicht, warum meine Ausdauer ganz so schnell weggeht. Oh. Ist in der Falle wieder gelesen. Okay, ich hab hier wieder was Leeres zu trinken. Kann man denn nichts mehr bauen? 8 Rohre, das ist leer, das brauche ich. Kann man nachts irgendwie nichts mehr bauen, oder was ist das? Wieso? Ich kann nichts mehr bauen, also irgendwie seit abends geworden kann ich nichts mehr. Was können wir denn eigentlich mit dem Eimer machen? Warte mal, Ich hab doch hier Eisen. Ich werde jetzt mal ein Eimer. Ach ne, einen Eimer kann ich nicht bauen. Warum kann ich den nicht bauen? Ach, da brauche ich 7 mal das alle Eisen. Mist. Heidelbeersamen, das ist auch noch nicht. Cowboyhut. Ah, okay, dann packe ich das mal zurück. Dann geht's doch nicht. Wie sehe ich denn überhaupt gerade aus? Was habe ich denn eigentlich an? Ich habe so eine komische Baseballmütze auf, die gefällt mir aber nicht. Ich möchte gerne. Ich habe dafür einen Nitratpulver bekommen. Hab ich den Zombie, als ich die Zombie-Dame, da die da im Flur lag, erschlagen habe. Okay. Kann ich denn meine Waffe reparieren? Wo sehe ich das nochmal, was ich brauche zum Reparieren? Unten rechts am Monitor. Da ist bei mir nichts. Ach doch, Holz. Ah ja, okay. Ja, alles gut. Ich hab's gesehen. Was brauchen wir denn jetzt für eine... Da brauche ich Rohre dafür, alles klar, okay. Ja, dann brauchen wir einen Bauplan und einen fortgeschrittenen Ingenieur. Okay. Ich habe hier auf jeden Fall auch noch so eine komischen... Ist das hier Messing? Das kann man auf jeden Fall verkaufen. Leder, Knochen. Ich weiß nicht, was man aus Knochen macht. Wie viele Pfeile habe ich denn? 20. So. Rennst du schon wieder rum? Du bist schon wieder... Ach, hier bist du. Hier, ich bin gerade im Menü. Das hier oben eigentlich. Ach, nix. Ach, du hast die ganzen Betten hier weggemacht, ne? Ich klopfe hier gerade mal auf einer Lampe. Wie spät haben wir es denn? 1 Uhr. Es könnte bald eigentlich schon wieder Tag werden. Oh, ich müsste mich nochmal... Oh Gott, ich bin angeknackst. Merke ich gerade. Warte mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Fertigung für Bomben freigeschaltet. Also wenn wir noch 12 Schießpulver finden, kann ich Rohrbomben craften.
Okay. So. Warte mal, kann ich mir nicht eine Beinschiene craften? Irgendwo habe ich das doch gesehen. Eine Schiene, was brauche ich denn da? Stofffetzen, Klebeband und Holz. Das haben wir doch eigentlich alles. Meine ist wieder fast kaputt. Hatten wir nicht Klebeband eigentlich? Ist das Klebeband nicht mehr da? Hier ist Klebeband. Und hier unten sind Stofffetzen drin gewesen. Ne, Stofffetzen, da brauche ich Baumwolle dazu, ne? Ach ne, Stofffetzen habe ich ja. Ja. Und dann kann ich mir da eigentlich so eine Schiene machen. So. Kannst du einfach die Vorhänge hier abbauen. Ja, brauchst du Stofffetzen? Wieso kann ich die Schiene zurzeit nicht verwenden? Halt, gebrochene Arme und Beine schützt aber nicht vor weiteren Verletzungen. Nutzt die Sekundärfunktion, um andere Spieler zu. Warum kann ich die jetzt gerade nicht benutzen? Oh, ich bin, glaube ich, auch vergiftet. 2,3%. Oh, du bist auch infiziert, ja. Und dann müsste ich mich ja eigentlich auch töten, oder? Er ist schlauer, weil wir haben nur eine Antibiotika-Tablette. Und die zu verschwenden, jetzt schon, das weiß ich nicht. Ich will die ja nicht, ich will die ja nicht verschwenden. Okay, dann müsste ich mich ja mal töten gehen. Warte mal, ich brauche nicht da hochrennen. Ich habe doch hier unten bei dir gesehen, du hast doch hier so eine Stacheln. Ich baue einfach hier unten eine Stachel, so ein Stachelding auf hier hinten. Da braucht man nicht mal hochrennen. Stimmt, ja. Die gehen halt irgendwann kaputt, deswegen muss ich die oben schon reparieren. Okay, ich bin tot. Ja, sehe es. Naja, das geht aber schneller hier unten, als wenn du jedes Mal den Weg dann nach oben rennst oder so. Das ist ja... Ja, eben. Ist das nicht wieder reparieren, das Ding? Nee, schade. So, und jetzt kann ich meinen Rucksack holen und dann geht's mir wieder gut. Genau. So. So, sehr schön. Hab ich alles wieder? Ja, ich hab alles wieder. Sehr gut. Okay, das ist natürlich praktisch, ne? Da können wir hier... Machen ist jetzt nicht so die geilste Lösung, aber... Naja, da machen wir hier hinten unsere Ecke hin, wo wir uns umbringen. Ja. Okay, dann würde ich die Folge gerne beenden und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal noch ein bisschen looten, oder? Genau, dann wird es ja auch nicht der Tag sein. Genau. Der gleiche Tag und dann... Genau, dann verabschieden wir uns von euch und sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Macht's gut, tschüssi. Genau, tschüssi.